Forschung tun wir gerade gar nichts. Wir haben aber auch nur 75 Forschung. Vielleicht können wir, ups, nein, das wollen wir natürlich nicht, wenn wir hier hingehen. Können wir mit 75 Forschung irgendwas erreichen? Na, hier ein mehr. Hm. Hier nicht. Langlebigkeit der Zelte. Ah, warum nicht? Damit wir überhaupt irgendwas forschen. Die Dinger müssen wir dekontaminieren. Die sind schon leicht schimmelig, unsere Toiletten. So, hier sind wir quasi durch. Reichhaltigkeit 31%, da müssen wir jetzt das auch noch wegmachen. Leider bleibt, wenn jetzt das weg ist, bleibt auch so ein Eck hier, sage ich mal, wo man noch sieht, dass hier Loot ist. Das ist jetzt halt leider bei uns mitten im Ort, da haben wir jetzt halt, ja, nicht reingeschissen, aber schön aussehen tut's auch nicht, weil der Weg eben auch nicht drüber geht. Aber ja, gut. Ich glaube, das sind so Sachen, über die kann man vielleicht hinwegsehen. Gut, es nervt mich tatsächlich selber, das stimmt. Aber, naja. So, der Förster ist fertig, aber der kann natürlich nichts machen, während er hier, wenn es hier schneit. Minus 4 Wasser, das ist alles auch noch ganz solide. Ich werde jetzt halt auch nur zur Info, gut, dass ich das sag, während schon die erste Folge wahrscheinlich eh schon rum ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Aber ein, zwei Minuten sind's. Ich werde das jetzt halt hier mal versuchen, ohne Anmod und Abmod zu machen. Also vielleicht tue ich die danach noch irgendwie reinschneiden oder so, aber ich versuche jetzt halt mal einfach hier, damit das Spiel im Flow bleibt, einfach mal dauerhaft aufzunehmen und danach halt immer so, keine Ahnung, Viertelstunde, 10 Minuten oder so rauszuschneiden. Boah, ey. Wenn Riemen nicht so schwer wäre. So, aber wir sind auf Laschten getroffen. Laschten? Laschten. Die Siedlung ist ein Vorreiter darin, die Landwirtschaft wieder zu einer nachhaltigen Lebensweise zu machen. Die Bewohner können etwas exzentrisch sein. Exzentrisch. Gott, ich fange hier manchmal leicht an zu lispeln. Fällt mir auf. Wenn ich lese, fange ich hier manchmal an leicht zu lispeln, ey. Warum? Eigentlich lispel ich gar nicht. Aber manchmal muss ich sagen, fällt mir auch in den Long Dark auf, wenn ich da was lese, dann fange ich an zu lispeln. Schlimm. Können etwas exzentrisch sein, was ihre Ansichten über die Welt außerhalb ihrer Gemeinschaft angeht, aber sie sind ihren Leuten gegenüber leidenschaftlich loyal. Man sollte sie nicht beleidigen, da sie ein gutes Gedächtnis für derartige Dinge haben. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was von denen abzwacken. In den ersten Tagen, sage ich mal, ups, in den ersten Tagen ist, glaube ich, eh das Wichtigste auf jeden Fall die Forschung. Also da werden wir uns jetzt halt auch viel drum umschauen, dass wir da ordentlich an Forschung generieren und Aufruhr in der Kolonie. Das klingt schon mal nicht so gut. A fight suddenly breaks out in the colony. The two colonists are swiftly separated and questioned about the disagreement. Du kämpfst dich durch einen Kreis von Leuten, die sich um zwei auf dem Boden kämpfende Kolonisten gebildet hat. Bei deiner Ankunft springen beide sofort auf die Füße und fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Der eine hat den anderen angeblich den ganzen Tag schikaniert, was dazu führt, dass der Belästigte irgendwann genug hatte und den ersten Schlag austeilte. Jetzt stehen beide verletzt und bluten vor dir. Oh, Leute, ey. Ja, hier, Medikamente. Lasst euch verarzten und macht euch wieder an die Arbeit, rufst du. Wir brauchen jeden einzelnen von euch, also beruhigt euch wieder. Die Menge löst sich auf und scheint mit der Problemlösung zufrieden zu sein. Auch wenn einige auf eine härtere Bestrafung gehofft hatten. Ja, aber plus 20. Kommt, Leute. Es ist quasi Weihnachten, es schneit. Wir haben keine Ahnung, welches Datum ist, aber ich meine, es ist quasi Weihnachten. Oh, oh, oh. Die sind. Doch. Die sind im Radius, aber die sind zugefroren. Ist hier jemand kalt? Kalt, einer Person. Ich glaube. Das ist die Frage, je nachdem. Wenn der unterkühlt wird, dann
Stellen wir hier auch noch einen Ofen. Wenn ich meine, das Feuerholz haben wir jetzt, das ist schon mal immerhin etwas. Könnte aber auch sein, dass denen kalt ist, weil hier an den verschiedenen Posten arbeiten. Sandwurm ist immer noch da. Müssen wir jetzt halt echt mal die beiden hier nach Hause holen. Müssen wir schauen, dass die... Auto ist doch schon mal gut. Werkzeuge. Nehmen wir uns auch mit. Stella, rein ins Museum. Das Museum hat sicherlich schon bessere Tage gesehen. Seine Fassade ist eingestürzt und es ist schwer zu sagen, ob dies in der Vergangenheit geschehen ist oder erst kürzlich. Die Öffnung ist jedoch gerade noch so groß, dass der Spezialist hier durchschlüpfen kann. Ein massives Brontosaurus-Skelett schmückt die Eingangshalle und erinnert an eine weitere vergangene Epoche. Die Wand dahinter ist mit wissenschaftlichen Texten und Formeln bedeckt. Genau, die habe ich eben, das, was ich angesprochen habe, kann natürlich sein, dass das die letzte Folge war, dass man hier eben schreibe einen Text ab und untersuche ihn. Das kann man nur mit dem Wissenschaftler machen. Das könnten wir nur mit dem Plünderer machen, aber den haben wir eh nicht. Nachdem er den Text abgeschrieben hat, stellt der Wissenschaftler fest, dass die komplizierten Formeln weggelassen wurden. Vielleicht wurden sie als zu wertvoll für den gemütlichen Verstand erachtet. Neugierig schaut er sich in die anderen Teile des Museums um und stößt dabei auf eine Abteilung, die von Nuklearwissenschaftlern gewidmet ist, sowie auf einen Stapel von Dokumenten, die in einem Miniaturkernkraftwerk versteckt sind. 700, die nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Sie geht dann noch hier runter. Vielleicht können wir noch das ein oder andere hier auch noch mitnehmen. Dann würde ich aber schon ganz gerne, dass die beiden nach Hause kommen und dann holen wir uns den Wurm hier mal. Vielleicht kommt ja auch noch hier so ein Spezialist rein. 700 kosten die normalerweise. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich mir da einen gönnen sollte oder nicht. Beende mal den Radio. Immerhin haben wir Radio, wir haben 4 Radiosender. Durch die 1.0 kommen ja auch noch ein neuer Radiosender mit rein. Aber ist halt auch von den Machern von City Skylines, da muss es quasi Radiosender geben, also. In Cities gibt es auch richtig geile Radiosender. Und ich finde die Musik hier in dem Spiel auch echt passend. Und vor allem das Gute. Habe ich jetzt halt natürlich bei der ersten Folge, habe ich jetzt halt bisher nur gemerkt, weil die habe ich schon hochgeladen. Die wurde separat aufgenommen. Dass man nicht gestrikt wird. Oder nicht irgendwas heißt gestrikt, aber kein Ärger von YouTube bekommt. Dass die irgendwie. Ich kann auch dabei hier weggehen. Dass die irgendwie nicht verwendet werden darf. Also das wäre natürlich schon mal gut. Sonst, ich muss sagen, also. Die Musik macht schon einen guten Mood, sage ich mal, aus hier in dem Spiel. Und wenn die jetzt halt nicht dabei wäre, das wäre ein bisschen low, muss ich sagen. Weil das Spiel an sich hat auch nicht so mega viele Geräusche. Ich glaube, es wäre auch zum Anschauen. Ist mit Musik auf jeden Fall auch angenehmer. So, und die haben wir gleich geforscht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hatten. Genau, den Wachposten. Damit wir hier gleich das Außenpostenlager machen können. Oder. Mit dem Recycler und so sollten wir eigentlich noch ganz gut zurechtkommen. Landwirtschaft brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir nehmen mal die Schule und nehmen den hier auf jeden Fall auf die Forschungswarteliste. Ansonsten läuft es ja doch gar nicht so schlecht. Ich finde es immer noch geil hier mit dem Wasser. Das habe ich echt noch nie gesehen. Wenn man jetzt halt hier noch so ein bisschen hier so auf diese Inseln vielleicht gehen könnte. Okay, hier hinten sieht man eine leichte Bergkette, sag ich mal. Da können wir in den Fotomodus gehen. Ah, gut, man sieht. Ja, doch, hier sieht man so. Oh, ist hier, was ist hier hinten? Hier ist eine. Ich hätte jetzt gesagt, hier wäre so eine Autobahnbrücke irgendwie. Mit hier so ein paar Pfeilern. Wenn mich nicht alles täuscht, aber.
Auch geil. Solche Fotomodi liebe ich in so Spielen. Bin allgemein einer, der wirklich dauerhaft am Screenshots machen ist, so ungefähr. Also war auch, es war früher war es immer schlimmer. Also gerade wo ich so angefangen habe, sage ich mal, gerade auf Steam zu kommen. Und dann, wo ich so Spiele wie The Crew 1 oder City Skylines gespielt habe, da war wirklich. Oi. Da waren 100 Millionen Screenshots waren da drinnen. Das war echt schlimm. Da habe ich mal ganz schön. Gut, ich will jetzt nicht sagen, mein Speicher zugemüllt, aber da war bestimmt einiges, was man hätte nicht brauchen müssen. Oh! Neuer Überlebender am Tor. Wir können einfach nicht mehr. Es ist die Hölle auf Erden da draußen. Ganze Lager sind von wilden Tieren völlig vernichtet worden. 8 Leute. Immerhin haben sie ordentlich was zum Essen dabei. Und ein bisschen robuste Kleidung. Gehen wir natürlich an. Kommt rein. Das Problem ist natürlich, 7 Leute davon sind jetzt nicht so gut drauf. Machen wir doch die beiden Bäume weg. Dann können die hier einziehen und ich kann mir das nicht vorstellen. Hohe Strafe auf Zufriedenheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir probieren es jetzt mal bei einem aus. So. Wir bauen halt noch ein weiteres Zelt bauen wir auch noch. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Das muss ein Bug sein eigentlich. Ja, da sieht man. Da kommen sie rein und beteiligen sich gleich. Sind hier gleich fett am Schuften, um hier ihre neue Heimat gleich aufzubauen. Camilla ist unterkühlt und verstrahlt. Ja, dann. Jetzt ist der Moment gekommen, sag ich mal, wo wir hier vielleicht. Mach dich kampfbereit, ja, steht schon da. These people have clearly been through a lot. They look frail and are likely easy to overpower. But the look on their faces makes it clear they're desperate enough to do anything. Können wir etwas Nahrung erbringen? Na gut, wir haben natürlich gerade keine Produktion an Nahrung. Aber ich glaube 15 als 30 würde ich jetzt nicht machen. Da würde ich schon sagen, wir wollen hier auch noch selber was snacken. Es ist gerade tiefster Winter. Wir wollen jetzt halt bald Weihnachten und Silvester fahren. Also wenig Nahrung. Die Gruppe blickt ungläubig und froh auf das Essen. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, in dieser Welt gütig zu sein. Wir werden es euch nicht vergessen, sagt die Anführerin. Okay. Immerhin sind die ersten Leute, die hier bei unserem Tor ankommen, nett. Sie hätten auch einfach hier wahrscheinlich rübergehen können und bei uns hier fette Rambazamba machen können. Hannah ist tot? Nee. Doch nicht jetzt. Wir sind doch hier gerade erst eingezogen. So, wir können hier nämlich eine Schule jetzt bauen, aber wir brauchen jetzt halt erstmal eine Grabgrube. Hier wäre geil, die wird hier perfekt reinpassen. Wo gehen wir denn damit jetzt halt hin? Möchte ich schon auch eher etwas abseits haben. Vielleicht auch so ein bisschen. Wollen wir auf jeden Fall später ja mal einen Friedhof draufbauen, sag ich mal. Vielleicht auch ein bisschen halt im Wald so, damit es ein bisschen idyllischer aussieht. So, die Mission haben wir completed. Hier stand gerade noch Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Den sollten wir vielleicht auch noch kurz entgegenwirken. 4 Runden. Stella hat hier erforscht. Dann schauen sie sich die Area hier noch an und dann nehmen wir vielleicht auch die Medikamente mit und dann gehen wir echt mal finally home. Kleinstadt. Erreiche eine Bevölkerung von 25. Ja, perfekt.
Dann würde ich aber sagen, beenden wir es für die Folge. Nicht vergessen, ich habe das alles an einem Stück aufgenommen, deshalb mache ich jetzt noch eine kleine Abmod jeweils dann nach den Folgen rein. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das Video awesome fandet, lasst ein Like da, einen Kommentar und am besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.